Herzlich willkommen zu Minecraft. Das ist ein Update, was nach dem Stream passiert ist. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur dran hier gearbeitet. Es funktioniert auch wirklich. Ich muss nur schauen. Hier. Muss da nur irgendwas hier reinpacken. Maschinen. Und da fährt es los und kommt auch wieder zurück. Da aber bei anderen noch überall Schienen fehlen, habe ich hoffentlich richtig gerechnet, dass das dann funktioniert. Erstmal ja, anmachen und fahr. Wir sind dann irgendwann wieder. In der Zwischenzeit werde ich erstmal das hier bauen. Und Streckenpläne kommen rein. Das Ding. Alles rein, was man hier oben braucht. Und die ganzen Rucksäcke, bin ich gefragt, was drin war. Der blaue ist leer. Der weiße, ist der besondere. Eliane hat noch mehr Kram dafür. Ja, das bleibt alles hier drin. So. Da wir jetzt hier oben eigentlich nichts mit zu tun haben, gerade, heißt es für uns eigentlich nur abwarten. Der äußere Weg ist ja nur dafür da, falls irgendwas mit der Bahn nicht funktioniert, kann man den Lorelo schicken und reparieren. Ob sie ja damit der Weg nicht kaputt geht. Oh, das heißt, wir brauchen nur eine Lorenschiene dann. Lorenschiene? Was ist das für denn? Eine Lore, die wegen Schienen rumfährt. Und am Ende, wenn sie überall gewesen war, kommt sie dann hier wieder an und hält dort. Ich habe auch richtig berechnet wegen der Entfernung. Und hier werden die ganzen normalen Fahrzeuge gespeichert. Sie können einfach abgerufen werden, fahren hier los, fahren auch den Weg entlang. Man muss ja immer nur einstellen, wo sie abfahren sollen. Der ist dafür da, dass die Lore dann immer hier fährt. Der, dass sie immer hier fährt. Und das war eigentlich schon das Status-Update. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich wollte eigentlich schon gestern eigentlich das Video dafür machen, aber ja. Gestern kam ich nur so weit, dass der Weg zu den Bergen fertig war. Und jetzt funktioniert doch alles einwandfrei. Zur Erklärung. Das ist hier die Zentrale. Das heißt, hier kommt die Post hoch, wird verteilt. Und dann einmal zum Beispiel hier. Ups.
Oh, meine Güte, was mache ich denn hier alles gerade? Also das ist hier eingerichtet schon mal. Dafür auch. Habe ich euch das abgebrochen? Okay, wir haben Meer, Wüste, und als nächstes der Berg. Und da kommt auch schon trotzdem immer ein bisschen zum Nachrutschen. Das heißt, wir nutzen das hier mal. Wer was dagegen hat, dass ich mir die Sachen so hole, interessiert mich in dem Punkt nicht so wirklich. Und dafür einfach, es geht ja nicht darum, dass ich das behalte. Ich mach nur die Wege dort festlegen. Etwas, was man nicht in den Läden kaufen kann. Das gibt's nur in einem bestimmten Dorf. Okay. Grün kommt in den Rucksack rein. Und in Rot kommt das Pulver rein. Okay, dann haben wir als nächstes Grün. Hier machen. Da ist nochmal grün. Jetzt fehlt nur noch der Backpack. Und so habe ich mich eigentlich bei jeder einzelnen Station abgemüht und habe es aber doch auch noch etwas machen müssen, weil ich mich auch leicht vertan habe. Das zeige ich dann, wenn wir an der richtigen Stelle sind, also gelb. Gelb und Licht sind grün. So. Dann fehlt ja nur noch Lila. Oder Purple. Da muss ich dann ins SS Gelb reinlegen. Gelb. Ich hab's wieder vergessen. Blau, richtig. Und dann nur noch der Dust. Weil von hier aus ist die, das ist die ganz leicht und simpel. Man legt zuerst die Rucksäcke rein in der jeweiligen Farbe. Und unten in der unterste Reihe ist für die Farbstoffe. Hieb umlegen und dann wird's da oben.
mal nachschauen gehen, wo der bleibt. Der Waggon, ob ich irgendwie mich verrechnet habe oder nicht. Also die langsamste Geschwindigkeit, das heißt, die brauchen so Zeit. Auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, das kommt dann hier hoch, wird verteilt an die jeweiligen Punkte, dann sortiert zwischen ja, Briefmarke und der.